Oder. CEO Overlord, herzlich willkommen bei einem Replay. Wir sehen Manil auf Langret zu und mit dabei ist Big Boon. Wir melden uns zurück. Herzlich willkommen, auch ich bin wieder da nach der langen Herbstpause. Ja. Sommerpause. Winterpause. Ja, eigentlich Jahrespause. Sind wir jetzt wieder da. Wollen ja nochmal zum Jahresende ein Video hochladen. Vielleicht ist es nicht das letzte, vielleicht schon, wir wissen es nicht. Die Zeit fehlt uns und wir haben heute ein ganz tolles Spiel und die Story dahinter ist besonders toll. Und zwar ist das Spiel von Manuel vs. Planet Soap. Das Ganze wurde uns von Manuel zugeschickt. Beides sollen Spieler der Community sein. Planet Soap sagt mir auch was. Manuel, ja, von ihm haben wir das Ganze zugeschickt bekommen. Seine Story dahinter war folgende. Er hat sich, ich zähle auf, passend zur Jahreszeit, mit Glühwein eingedeckt, ne? Ja. Also, sagen wir mal, 2 Liter Glühwein und dann noch eine Sechstel Flasche Jim Beam. Ja, und so ist das Spiel entstanden. Am Anfang hat man es ja also noch mit viel, mit hohem Alkoholgehalt zu tun. Ich glaube... Mal sehen, ob wir es im Spiel wiedersehen. Das ist zumindest die Story. Also, es soll sich gegen Ende bessern. Wir werden sehen. Ob er gewinnt, ist immer noch fraglich, aber es soll gut sein und schwer und hart bis zum Ende, ja, Herr Taube? Ja, also wir wollen das nochmal korrigieren, die 2 Liter hat er wahrscheinlich nicht alleine getrunken, wir wollen das auch nicht gutheißen, ne? Kenn dein Limit, so, da haben wir auch einen Bildungsauftrag hier erfüllt. Ja, richtig so, Political Correctness, das ist ja nicht Political Correctness, oder? Weiß ich nicht. Jugendschutz muss immer beachtet werden. Gerade bei so einem Spiel wie Company of Heroes, ne? Na, wo es einem schon mal die Knochen wegfetzt. Und richtig. Jetzt kurz ein Game-Kommentar, dann labern wir wieder weiter, Scheiße. Ja, na, dann mach mal los. Volks und MG42 sind ja anzutreffen, ja. Ah. Übrigens zu unserer Situation gerade, wir haben es mal wieder geschafft, uns hier zusammen hinzusetzen und das jetzt hier aufzunehmen. Ja. Unter neuen Bedingungen, der Raum ist neu, alles ist anders. Alles ist anders, aber also, das Spiel bleibt dasselbe und wir hoffentlich auch. Wir bleiben immer dieselben. Ja, ja, der erste Kampf, ne? Richtig. Ja, da ist natürlich, der Ami bewegt sich hier ein bisschen sehr, aber der Deutsche ist natürlich... Der Deutsche ist in der Stationäre, das ist ganz klar. Wird ja natürlich gepusht, aber der Ami, der ist natürlich hier viel zu beweglich, ja. Der rennt da dreimal rum und weicht den Kugeln aus. Das ist ja Matrix vom Feinsten, auch bei COH. Wunderbar. Matrix? Na, Matrix, klar. Was hat das mit Matrix zu tun? Ja, weil sie dort auch den Kugeln ausweichen. Ach so. Nein. Das ist schon länger her, dass ich den Film gesehen habe. Tut mir leid. Das kennt man doch, diese tollen Slow-Mo-Effekte und so. Das Logo kenne ich. Oder? So, jetzt kommt hier das Flankenmanöver ans MG. Das ist aber schon... Da hat er die Rechnung mit dem Volkswagen. Ja, ne? Schauen wir uns kurz die Minimap an und sehen. Nicht viel mehr. Ja, na, also würde ich sagen, haben wir nicht so viel verpasst. Ja. Allerdings Manuel hier ein bisschen wirklich neben der Rolle, man merkt es vielleicht, den wichtigsten Punkt nicht gecapt. Sollte nicht passieren im Normalfall. Ansonsten gerät er jetzt hier ein bisschen in Bedrängnis. Da wird etwas flankiert, jetzt ist die Frage, kann das MG da aushalten und ausharren? Und wer kommt zuerst ins Haus? Ist der Ami? Ist es der Ami? Nee, ist es der Deutsche. Der Deutsche, na, da hat er sich die Vormachtstellung im Zentrum gesichert. Kommt der noch raus? Ihre Prognose? Ja, wird er schaffen, wird schafft er. Schafft er. Sag ich doch, schafft er, ne? So, mal gucken, wie sich jetzt hier der Deutsche anstellt. Oh, der ist aber ganz schön eingekesselt, aber das deutsche Maschinengewehr schießt tapfer bis zum letzten Mann und zur letzten Patrone. Warum er es da jetzt abbaut, habe ich nicht ganz kapiert. Aber da hinten kommt der nächste Volk auf den Porter, jo, da. Und geschnetzelt ist der erste Full-Unit-Kill. Ja, das ist ein Full-Unit-Kill, hat er gut gemacht. Muss man ihm zugute halten, ja. Auf jeden Fall. Beziehungsweise hat der andere einfach gepennt. Da wollte er zu viel. Ja, wie so oft, da wollte er zu viel. Wie so oft bei Rostock Taube und mir, wir wollen auch einfach manchmal zu viel. Ja. So, aber hier sieht man, jegliches Flankenmanöver prallt am deutschen Maschinengewehrhagel ab. Ja, und so sehr können wir den trunkenen Zustand noch nicht feststellen, bis auf diesen Punkt, den er einfach nicht cappen will, ja. Das muss man nicht so verstehen, oder? Ja, weiß ich nicht. Ist die Frage, ist der andere Punkt verbunden hier? Nee, gar nichts. Das blinkt ja alles hier. Das ist nochmal richtig gut, da ist nichts verbunden. Ja. Jetzt cappt er hier vorne. Macht er jetzt mal den Punkt noch? Ja, ich würde sagen, also ressourcentechnisch ist das natürlich jetzt nicht so gut, ne? Muss man sich nicht gönnen. Nee. Ne?
Aber wahrscheinlich, jetzt. Es gibt ja dieses wissensbasierte Verhalten und das fertigkeitsbasierende Verhalten. Und das sind so Fertigkeiten, das Micromanagement, das sind so Fertigkeiten. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Ja, die gehen auch so in der drinne. Regel nicht verloren, wenn man getrunken hat. Richtig. Die werden halt nur langsamer. Die werden halt nur langsamer oder etwas unkoordinierter, aber es ist noch drin. Während so wissensbasiertes Verhalten, also strategisches Verhalten, wie man sieht, das kann dann schon mal arg drunter leiden. Ja, zum Beispiel dieser Flammenwerfer jetzt, finde ich, ist eigentlich eine gute Wahl. Auch die Mine, also ganz so sehr sehe ich es ihm gerade noch nicht an. Jetzt hat er natürlich hier wieder aufgeschlossen und die anderen Gebiete wieder heim ins Reich geholt. Da darf man das ja überhaupt sagen? Ja, das weiß ich nicht. Wir beziehen uns hiermit auf nichts. Ja, ich meine, wir schauen ja immerhin der Wehrmacht zu hier, ne? Ja, genau. Da darf man schon mal den einen oder anderen dummen Spruch loslassen. Ich erinnere mich noch an das Video, als wir so die Witze über Polen gemacht hatten. Ne? Wir fangen nicht immer mit den Witzen über Polen an. Das kam nicht ganz so gut an. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Oh, was macht der? Der war da die Nate und die Nate und die haut rein. Naja, also die hat es nicht gebracht. Sie hat das Flankenmanöver. Die Frage ist, wie kann ich mit einem einzelnen Trupp ein MG flanken? Also das geht natürlich nicht so gut. Oh. Aber das war natürlich der Full-Unit-Kill. Ganz klar, dadurch, dass das MG im Haus ist, jeder weiß es. Und jetzt kriegt er extrem auf den Sack. Ist es nicht wieder zu besetzen. Das muss man natürlich eher rausnehmen. Gerade wenn man da unten die Granate fliegen sieht, geht das natürlich mal gar nicht. Ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, fast ausgeglichen noch. Ja, ich würde sagen, der Ami, der gerät schon arg ins Hintertreffen. Der muss jetzt langsam ein bisschen. Ja, aber der hat das im Weg geholt. Ne? Bisschen Druck machen muss er. Und wenn jetzt noch der Pio drauf geht, sieht es ganz schlecht aus. Ja, der geht auch noch drauf. Ja, na, da ist natürlich gerade das Glück ein Stück weit. Aber der Ami muss Profit aus sein. Was passiert hier? Aktion. Oh, das ist ja jetzt aber hier. Ja, da hat er schon ziemlich gut geschwächt hier. Aber irgendwo war da schon wieder ein MG. Ja, das ist das zweite MG vom Deutschen. Das macht hinter Maniel sehr gut. Sieht gut aus, muss man sagen. Jetzt. Aber ansonsten, punktetechnisch ist der Amerikaner stark im Hintertreffen. Im Hintertreffen. Ja. Das passt schon so. Ja, ansonsten. Ich weiß nicht, was du mit Punkten meinst. Siegmarkenpunkte? Nee, Gebiete. Ah, ja, gut. Naja, hätten wir jetzt auch. Strategisch. Hier sieht man auch wieder hier etwas am Pennen, aber jetzt ja, irgendwie Zeit richtig zurückgezogen. Also am Anfang richtig gut gespielt, jetzt gerade irgendwie. Da sackt's ein, ja. Hier. Auch hier lässt er die Mine einfach so entschärfen, die er noch gelegt hatte. Und ging da vorher nicht hin mit seinem Flammenwerfer. Auch schwach gespielt. Und der Amerikaner jetzt rein kampfkrafttechnisch, denke ich, schon ein Stück überlegen. Für den Deutschen ist es halt extrem hart, da wirklich einen Pio zu verwenden. Also den Pio nicht, aber in Verbindung mit dem MG. Und hier geht vielleicht noch ein Pio drauf. Nö. Nee. Ja, ansonsten, ne? Das ist ein Scharfschütze, der heute im Frontalkampf arbeitet. Ja, schön. Hat er aber Glück gehabt. Und das Maschinengewehr auch noch folgerichtig zurückgezogen, um den Flankenangriff zu vermeiden und Verluste vor allen Dingen zu vermeiden. Ja, schon eine große Sache. So. Top-Sache. Jetzt sehen wir natürlich hier, der Buhne hat wieder gerade sein Handy in der Hand. Also so geht's ja nun nicht. Da muss man natürlich hier eine Kameraführung machen. Ja, es tut mir wirklich nimm das jetzt mal weg hier, ne? Ja, ja. Die Zuschauer, die sehen doch gar nicht mehr richtig, was vorgeht hier. Nein, gar nicht. Ja, dafür labern wir immerhin. Gefechtsphase jetzt hier, ne? Und Kleiders T2. Ja, gleich ist gut, ne? Naja, wir haben immerhin 8. Okay, da könnte schon ein schneller am 8 kommen, allerdings fehlten da dem Ami. Da waren ihm die Hände gebunden. Das ist schön. Auch so ein Kampfkraftsender mit Bullgeist, was schön ist. Also mit Veteranstufe 1, das kommt vielleicht alles. Einfach mal den Verlauf des Spiels zu. Wie gesagt, wir haben auch keinen, dass ich das vorher nicht geschaut habe. So. Wir machen das jetzt hier auf die Klöte. Ja, richtig. Oh, da wollen sie auch einen Sniper. Aber da oben sind der MP-Trupps und das kann jetzt wirklich böse enden, wenn er da zu viel will. Ja, dann will er zu viel. Und jetzt kann man den ja richtig gut da die Gurgel abdrehen, oder wie man das sagt. Also sagt man das nicht, aber ist es auch egal. Schönes Kino hier, wunderbar. Ich weiß, welchen Trupp du meinst, aber mir fällt die richtige Formulierung jetzt auch gerade nicht ein. Ist, ne? Also wirklich an die Gurgel gehen heißt es, glaube ich.
dieses Kommentatorentalent, das lässt dann der Zeit nach. Ja, ach was, ne? Man ach kann was. Plötzlich nicht mehr reden. Ne? Ja. Also reden kann ich immer noch, ne? Das ist völlig egal. Ja, zweifelsfrei. Ist halt bloß du die Frage. Ja die ganze Zeit auf unserem Teamspeak. So, ja, da sind jetzt übrigens relativ wenig Leute da. Und das ist sehr schade. Wir würden uns natürlich freuen, wenn da immer mal mehr Leute zu sehen wären. Aber da selbst unsere Aktivität jetzt mittlerweile stark geschwunden ist, wir sehen übrigens hier den verzweifelten Pionier, der das weiter sucht. Raus, das ist natürlich das böse. Ist der glückliche amerikanische Pionier, wie in jedem guten Kriegsfilm. Ich frage mich gerade noch, warum der Punkt nicht gekippt wird und der ja nicht. Das ist völlig egal. Der spielt auf K.O. und nicht auf Siegmarken. Der spielt auf Whisky. So ist es. Und auf Rotwein. Ja, absolut. Geht aber auch gut scheinbar, also für einen Ami reicht's. Ja, der nutzt auch schön die Distanz der MP5, ne? Das ja, ist immer gut, die schön im Hintergrund zu halten. Der hat ja gerade nicht so das Gefühl von seinem. Ja, aber der gute Planet Zirp auch nicht, der rennt nämlich mit den Bars wunderbar in den Nacken. Ja, da weiß man halt, das ist so. Ja, das ist so das Spiel auf gutem Niveau. Auf Augenhöhe. Und wieder ein Schuss. Ich frage mich auch, was er will. Ja, er rennt mit den Bars direkt in den MP5-Trupp hinein. Kann man bringen und da oben der Punkter. Was wird das wohl? Ja. Ich werde ja auf MG-Bunker. Ja. Oh, hier, hätte das genau. Hätte keiner für möglich gehalten hier. Hätte eins jetzt nicht falsch. So, da hat er den Block in den Rückzug schlagen können. In die Flucht geschlagen. Ja. Junge, Junge. Und da die Mine, aber wie? Wow. Er hat drei Leute gekostet. Ja, da jetzt noch ein Druck, der den abfahren könnte, da wäre auch der. Hätte, wäre, wollte, wenn. Und der erste Grenadier. Schöne Sache unter der Flammenwerfer. Unter der Flammenwerfer, der. Das ist sozusagen Flammenwerferbunker, ne? Ja, das ist natürlich das Gute am Pionier. Der ist eine Allzweckwaffe, ja. Der baut erst den Bunker und dann setzt er sich rein. Er kann sich sozusagen seine eigene. Und jetzt Goliath, da ging gerade kurz ein Goliath in den Bau. Was hat er sich denn dabei gesehen? Das war wohl der Alkohol und jetzt kommt wahrscheinlich die Granate. Ja, aber da will er wahrscheinlich wieder zu viel hier. Oh, festgenagelt und da wirft er die Nate, aber schlecht platziert. Und auch noch rechtzeitig reagieren. Nein, also der Pionier. Und dann nimmt er nicht mal den Sanitäter. Der Pionier, ja, das ist eine Einheit, das kann sich quasi seine, also der kann sich seine eigene Panzerung bauen, ja. Der kann sich einen Bunker bauen und dann steigt er in den Bunker rein und hat gleich mal viel mehr Schutz, ne? Echt? Das ist schon Wahnsinn, ne? Oder die besagten Panzersperren aus Kruppstahl. Und der Pionier kann sich in dem Sinne auch selbst heilen, ja, weil er den Bunker nämlich ausbauen kann zum Sanitätsbunker. Ja, jetzt hat jemand im COA wieder nicht aufgepasst, der Sanitätsbunker heilt nämlich keine Funktion. Ja, da gibt es doch die spezielle Fähigkeit. Nee. Der Verteidigungsdoktrin? Nee. Nicht? Nee. Ach nee, das war mit dem Auffrischen so, ne? Oder gab's das? Mit dem Auffrischen geht an dem Bunker, ja, durch die Verteidigungsdoktrin. Ja, da habe ich das verwechselt. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. COA wissen, das trocknet schon mal ein, dann nach so einer Zeit. Ja. Ansonsten. Ja, ihr habt jetzt alle nicht zugehört, das passt schon. Ja, unsere Kompetenz ist wie seit jeher unübertroffen. Unübertroffen. Zumindest wenn Nike mit dabei ist und kommentiert, oder Fnatic. Ja, ne, die erwecken den Anschein, als ob sie Ahnung hätten. Richtig, haben sie, glaube ich, auch. Das weiß ich nicht. Behaupten sie zumindest von mir. Also ich kann das ja nicht nachprüfen, ob das richtig ist, was sie erzählen. Von daher würde ich da jetzt nicht zu viel sagen. Ja, ich glaube, Nike könnte es im Taube auch abklären, dass der Pershing im Normalfall noch ein irgendwie so einen Kopf geschoben drauf hat, aber nur bei Taube nicht, um ihn zu ärgern. Ich glaube, der Nike, der redet auch ganz schön viel manchmal, so, wenn der Tag lang ist, ne? Gerade im Bereich Militärhistorie, ne? So, aber ein kompetenter Begleiter. Ne? Zurück zum Spiel. Also die deutsche Basis ist schon mal gut gemacht hier. Den Bodengewinn vom Anfang kann er natürlich. Ja, also hier, das ist ja der Ultra-Nahkampf. Zwei starke Nahkampf. Und den zermählt sie den noch, kurz Retreat, passt. Das ist ja witzig. Ja, so knapp war das jetzt nicht. Naja, aber die haben sich ja schon zurückgezogen, als sie noch ein paar Kugeln losgelassen haben. Das muss man erstmal schaffen. Ne? Gefechtsphase jetzt übrigens. Hinten wird auch noch ein Pio in die Flucht geschlagen. Und ansonsten ist gerade sehr solide. Wo ist eigentlich der deutsche Sniper? Gibt es den noch? Nö, der ist irgendwo verreckt. Weg war er, ne? Passiert halt, ne? Das ist halt bei mir auch immer so, ja. Deswegen baue ich schon gar keine Sniper mehr, weil irgendwann ist er dann halt immer kaputt. Richtig. Ah, jetzt hier. Der Vater, der wird erstmal dem Vaterland alle Ehre gemacht. Da frage ich, hilft's was, ne? Und er baut das ab, das ist nicht.
erster Linie wahrscheinlich eher nicht, ne? Wenn er das jetzt auseinander nimmt, ist es echt tödlich. Dann macht das Ganze im Gegner. Und nicht nur im Spiel. Aber natürlich der Angriff hier an der Stelle ist auch risikoreich. Ja, vor allem, wenn es bloß ein Trupp ist, ne? Ich meine, ja, man könnte ja da vielleicht so ein bisschen mehr bringen. Also einen gesteuerten Angriff. Aber zum Glück sind keine deutschen Truppen gefallen, die jetzt hier zum Bunker gebracht werden können. Glück für unseren Amerikaner. Im Unglück. Ich sag ja auch immer, Micro ist die kostbarste Ressource in einem COH-Match. Ja? Die soll gekonnt eingesetzt werden. Meistens gezielt auf eine Einheit. Richtig. Das wäre in dem Fall natürlich immer der schwerste Panzer auf dem Feld. Oder bei der Panzerelite entsprechend das Kettengrad am Anfang. Ja, ja. Und dann kann auch mal ein Panzergrenadiertrupp sterben. Kettengrad immer Angriffsveteran-Level geben. Richtig. Kriegen die überhaupt Veteranen-Level? Ich überlege. Ja, gibt's. Ja doch, das gibt's. Ja, die haben, glaube ich, automatisch Death-Wettel. Das glaube ich nicht. Doch, haben sie. Da hat doch nicht etwa jemand von Relic mitgedacht. Das hätte ich gar nicht, das hätte ich denen gar nicht zugetraut. Ja, was wollen die denn mit Angriffswett? Also, ja, das wäre doch lustig. So, jetzt kommt das der Sanitäter, um den anderen Sanitäter abzuholen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit des Überfahrens von einem Kettengrad. Das war die Granate. Nein, Angriffsveteranen-Level. Hier ist aber ein ganz, ganz schön großer Block. Gleich mal schön retreaten und das macht er auch. Da denkt er mit. Da denkt er mit. Da hat einer mitgedacht. Ja. Soll ja auch mal vorkommen. Ne? Ja, ansonsten, was gibt es sonst so zu sagen? Übrigens, ich gehört, Merkel ist vor zwei Wochen ja auch was gewählt. Vom Time Magazine, also das. Das ist ja keine seriöse Quelle. Es gab in 30er Jahren auch etwas andere Personen, die zur Person des Jahres. Auch deutsche Personen. Auch deutsche Persönlichkeiten, die zur Person des Jahres gewählt worden sind. Also da will ich jetzt nichts drauf geben. Ne? Ja, das ist ja nicht, wie gesagt, der zweite Platz, da seid ihr hier der Oberboss von der ersten. Ja, und der dritte Platz, weiß es, unsere intellektuelle Staatsgewalt quasi. Das intellektuelle Aushängeschild der USA. Donald Trump. Du? Ja, ja. Also ich hatte es mal überflogen. Der macht auch was. Der redet genauso viel Mist wie wir. Ja, da finde ich uns noch deutlich sympathischer. Muss ich mal so sagen. Mit so einer Eigenlob. Und wir führen im Prinzip nur virtuell Krieg hier. Ja. Müssen wir uns auch zugute heißen. Ja, Donald Trump misst auch die Wirtschaftsstärke von Deutschland in Mercedes-Benz. Er hat nämlich gesagt, warum hilft uns nicht Deutschland, dieser wirtschaftliche Koloss? Die produzieren, die schicken uns doch jede Sekunde einen Mercedes-Benz. Ja, so wird's gemacht. Das ist wie Horst der Taube die wirtschaftliche Stärke in COH nach der Anzahl der Pershings bemisst, die auf dem Schlachtfeld sind. Richtig. Leider liegt das Maximum bei einem. Ja. Oh, und da kommt jetzt der Sherman. Oh, na das ist natürlich hier... Da er fährt sich erstmal schön fest. Ich muss sagen, also auch beim Panzermanagement... Hat er hier nicht ganz so gut. Er trifft er hier nicht ganz so richtig. Er hat wahrscheinlich auf die Überlegenheit der Wegfindung gesetzt, die COH anbietet, aber... Die ist halt bekanntermaßen nicht überlegen. Die ist zum Teil begrenzt, ja. Trotzdem auch ab. Er wollte auch die Pack noch eliminieren, aber er packt's nicht. Und jetzt sollte er hier mal lieber mit seinem Panzer 4 rankommen. Ja, der Panzer 4 hier, der ideale Konter. Schläft gerade mal in der Runde. Ja, also so viel Profit konnte er jetzt nicht ausschlagen. Was hier ja, vielleicht... Da bleibt er weiterhin stehen. Ja, ich sag kann ja. Den ja versteckt halten, ne? Man kann ja erstmal einen zweiten Panzer nachbauen. Ja. Macht er aber auch vielleicht nicht. Auch nicht, ja. Ja. Schade. Ja, da ist das GG. Ach Gott. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Die Überlegenheit eines M4 Sherman kann er jetzt auf jeden Fall nicht mehr so richtig ausspielen. Dazu hat er zu viel Anti-Tank, der Deutsche. Die Frage ist, weiß das der Amerikaner? Hat er die Pack gesehen und wahrscheinlich auch die Schrecktruppen gesehen? Außer den P4, den hat er nicht gesehen. Den hat er gerade gesehen, weil er den gekonnt verraten hat, um diesen einen Mann zu killen. Ach so, ja gut. Ein wichtiges Opfer. Ja. Also wenn ich ein Pio opfern müsste, also einen Mann, um so eine wichtige Aufklärungsinformation zu erhalten, ich würde es jederzeit machen, glaube ich. Jetzt tut er das Gras zerfahren. Seine eigene Deckung hat er sich genommen. Ja, und was haben wir hier hinten? Oh, da kommt es endlich, das Kampfkraftzentrum. Hier auf dieser Seite stirbt gleich dann ins Gefolge. Haben wir den Stacheldraht? Hat ihn der Maniel da gelegt? Oh, das war... Nee, da rechts, den, ja? Ja, ja. Ja, ja, genau.
War da so weit vorne am Anfang. Oh, und da geht auch fast ein Volks noch drauf. Wow. Und was ist denn das hier eigentlich? Ein MG, was hier einfach... Das wurde vergessen. Das kann passieren. Nee, das ist, wo steht denn das MG? Das sind nur noch zwei Mann, die hängen hier rum. Das sieht mir jetzt klar nach einem Bug aus. Ich würde sagen, der andere ist gerade für kleine Schützen. Das MG ist aufs Klo gegangen. Ja. Die stehen doch noch so hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber hier geht's weiter. Au, da hat er ein gut geendet. Und natürlich der Elke hier. Aber auch der Osten. Da, da rennt jetzt ein einzelner Mann. Guck mal, das ist es. Ja. Das Dreimann-MG. Und die sind jetzt aber auch hinterher. Ja, jetzt kommt sie hinterher. Ja, ne? Ich hab noch gesagt, ja. So, was war denn hier los? Das sieht aber gar nicht so gut aus für den Amerikaner. Er hat die Ressourcen nicht und das kann auch viel helfen. Das ist aber ein Gemetzel, meine Freunde. Außer Kontrolle, das war's aber. Der Ami hat ja nicht so richtig Profit ziehen können aus der ganzen Sache. Ja, möglicherweise stoppt es noch der deutsche Passagier. Das sollte nicht passieren. Glaube ich nicht, da ist die Reichweite zu gering. Oh, da muss er aber schnell zurück da. Das, da kann er sogar Osten hin. Kommt er da raus? Kommt er da raus? Ja, hat nicht mehr ganz gereicht. Ja, der Ostwind hätte nochmal hinterherfahren brauchen. Hätte Ostwindkette. Also richtig, so einfach. Ostwindkette. Apropos Kette, unser Panzer 4, ja, da sieht es nicht ganz so gut aus, ne? Was die Kette demobilisiert. Angeht. Sehr schöne Sache. Ansonsten auf jeden Fall, will er jetzt hier angreifen oder was? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich will aber mal schauen, was in der Basis ist. Aber so viel wird er da nicht entdeckt. Ich vielleicht noch den. Ja. Will er den noch holen? Drinnen wäre es vielleicht noch, wenn er ganz gut ist. Die schießen auf den Falschen. Ja, aber er hat noch eine Panzerfaust, wenn er die jetzt sinnvoll da reinschießt. Ja, oder auch nicht. Ne? Damit das ist einer drauf. Ein der ist aber ganz schön dumm gemacht, ehrlich gesagt. Mit dem Ostwind gegen Panzer verstor. Naja, war jetzt nicht ganz so lieb. Da würde ich sagen, hat der Wehrmachtspieler das Spiel nochmal gedreht. In der Tat, da hat er aber hier schön Wett 3 oder was? Wett 2? Ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, fast ein bisschen dumm und da sieht man auch, aber nur ein da bisschen. War Alkohol im Spiel. Anders lässt sich das jetzt gerade für mich nicht erklären. Also ich würde sagen, wenn ich gespielt hätte, ich jetzt auch nicht besser hingekriegt. Kunden, leg dein Handy weg, wir verpassen das Spiel sonst. Nee, wir verpassen das Spiel nicht. So. Ja, dann tut er natürlich, der Amerikaner hat nicht mit der Überlegenheit des deutschen Maschinengewehrs gerechnet. Das da wegstürzt, meine Güte, das hat er geopfert. Das ist der Heldentod gestorben, das deutsche Maschinengewehr. Ja, und jetzt kommt der Wettlevel und der Panzer 4 stürzt gleich noch den Heldentod. Der müsste mit den Wett 3 die Sticky werfen, was die für einen Schaden macht, das soll unglaublich sein. Ja, da gab es mal so einen, der hat mir da erzählt, Nike, hust. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und hat mir eine Zahl genannt, um wie viel Prozent höher der Schaden eines Wett 3 gegenüber eines Wett 0 Grenadiers ist. 30 oder 50? Wenn er, ich glaube 50% mehr, wenn er eine Sticky wirft. Also das war schon gigantisch. Die haben ordentlich reingehauen. Ja, und man kann. Dein T-34 geleibt, die Raketenwerfer. Alter. Der hat aber ordentlich was weggerotzt, du. Meine Güte. Und der Tief ist auch. Au, und da schießt er bis dahinter und pickt nochmal einen Grenadier auf den Rückzug raus. Und so wirklich, man kann eigentlich sagen, aus der Situation, wo der Ami fast verloren hat, ist er jetzt zurückgekommen. Ich muss sagen, ja, durch das tolle, Überlegen, durch die Vorbereitung also des Deutschen. Ne? Der Deutsche, der hat natürlich immer seine Truppen da so richtig auf dem Plop stehen gehabt. Und es ist ihm jetzt zugute gekommen, dass er da wirklich den T-34 Calliope, die Raketenwerfer, ja, gegangen ist. Das und gut. Nicht den Pershing, was natürlich Horst also, der Taube. Ich denke, der Pershing wäre auch keine schlechte Wahl gewesen, in Anbetracht der vielen Panzer, die auf dem Schlachtfeld sind. Ne? Ich hätte aber jetzt so eine heroische Aussage auf, wie, ja, ohne Pershing, das ist doch die Niederlage oder sowas in der Art. Ja, also für mich wäre es die Niederlage auf jeden Fall, ganz klar. Weil Artillerie, da weiß man ja gar nicht, wo man hinschießt. Ne? Der Pershing, der kennt sein. Das ist ja quasi. Eine Raubkatze kann man jetzt schlecht sagen. Ne? Das ist ein Raubtiger. Das ist jetzt alliierter Tiger. Vielleicht eher. Ja, aber so wirklich, der Ami, der hat ja wirklich eine gute Panzermacht, das und noch seinen T-34 und nutzt das nicht ganz aus zum Pushen. Mhm. Und die Wett-3 Infanterie, aber jetzt legt er los. Ja, da legt er los hier, ne? Liegt jetzt auf den Sack, würde ich sagen. Der Piff ist ein bisschen geschwächt, aber erstmal Wett-2 für Infanterie, das sind so die Dinge, die braucht man in solchen Momenten. Ja. Aber ich meine, Wett 2 für den Panzer wäre jetzt auch nicht gerade so die optimale Lösung. Ja, aber immerhin ein. Ja,
natürlich gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, was das normal ist. Also ich meine, hier, das ist natürlich Block gegen Block, aber dann zieht er der Spieler wenigstens ordentlich seine Truppen zurück. Ja. Und jetzt kriegt man nochmal was in den Bunker rein. Ich weiß nicht, was er jetzt hier. Ja, die Pack hier, die macht dem natürlich etwas zu schaffen. Kommt man nicht ran. Das sind natürlich gleich zwei Panzerabwehrkanonen. Ja, die kann er jetzt die Kuhn, das schafft er auch, aber die Frage ist, was dann? Ja, ah, da schießt die T-34 Calliope wieder. Hier links, da geht gleich noch ein Kyo drauf. Hier gibt's auch Stoff. Ah, das ist ja Wahnsinn. Also ich würde sagen, hier ist der Amerikaner jetzt wirklich mal im Vorteil, wobei der Deutsche hat natürlich... Aber wieder der neue Kanadier. Ja, das ist nämlich... Das ist Upcycling vom Feinsten, ja. Aber die Packmann von dann ein adäquates Mittel gegen die M18 zur Verfügung. Ja, aber der rennt da doch voll rein mit seinen mit Panzerabwehrkanonen ausgestatteten Infanteristen. Und Panzerspecks. Oh nein, Zeugs. Ja, oh. Ich sehe bloß die zwei EF aufpumpen. Ja, auf das Leuchten sieht schon, das sieht nicht gut aus, ne? Ja. So kann er jetzt wenigstens die Viecher wieder abwehren und das klappt tatsächlich. Also das geht hier hin und her und da zwei Granaten und zwei Truppen. Das gibt's nicht, das ist gestorben. Und damit hat er eigentlich halbwegs gut ausgeglichen. Auch die Panzer werden jetzt gut dort angekratzt. Und einer geht drauf. Oh. Wieder nicht aufgepasst. Ja, die Packs, die haben halt Reichweite, ne? Die Spieler gleichen sich aus der nächsten Granate. Was macht denn der Pio da? Was macht denn der Pio da? Der Sterben ausgleicht für die Rechtlichen. Oh also die Gott. Ganzen deutschen Spieler kommen. Ja, jetzt hat der Leute noch nicht verstanden, wie ich glaube ich. Ja. Nur die auch bei seinem T-34. Ja. So, jetzt hat er leider nicht den Panzer 4 erwischt, der Amerikaner. Das wäre für ihn natürlich sehr gut gewesen, hätte da, aber ich glaube, den hätte er sowieso nicht gekriegt. Aber so ist erstmal der Bunker weg. So. Ja, der Panzer 4 ist in einer guten Verfassung, könnte wohl fast noch hinterherfahren. Das würde ich nicht machen mit zwei gegen. Ah, der hat ja schon zwei T-34 geleibt. Also damit ist er schon sehr gut bedient, weil der Deutsche, der ist ja wirklich sehr stationär eigentlich aufgestellt gewesen. Und der muss jetzt immer vorrücken, dann sich wieder zurückziehen und neu verteilen. Also das ist schwierig. Er muss jetzt wirklich diese Rush-and-Shoot-Taktik spielen. Was macht er dagegen? Was ist jetzt die adäquate Mitte? Die 88er? Ja, dann vielleicht auch nicht. Ich denke, gerade gegen T-34, und der baut sie wirklich. Der baut also wirklich. Die 88er gegen T-34 ist schon mal... Was, T-34? Ja. Ach, du meinst sie, ja. Calliope. Ah, ja. Das ist natürlich schon mal eine mutige Sache. Würde ich persönlich, glaube ich, nicht bringen. Ich würde da eher so Richtung... Er vertraut auf die überlegene Reichweite der deutschen Stationärgeschütze. Ja. Mal gucken, ob das nicht eher nach hinten losgeht. Aber jetzt macht er jetzt einmal richtig, verlagert die Front hier offensiv wieder nach vorne, um ein bisschen von der Ecke abzulenken. Die Frage, die ich mir stelle, ist ja, hat der T-34 Calliope eine größere Reichweite mit seiner Artillerie als die 8.8er eine Schussreichweite? Ja, weitaus. Ja. Weil jetzt muss er sich ja wieder sein. Geht zu out of control und da hat sich die ATH schon gemacht. Nee, es war nicht die. Doch, es war die. Natürlich, ja. Ein ordentlicher Schuss. Aber ich weiß nicht, was bringt denn die 88er, wenn er so massiv Artillerie eintritt? Nichts. Aber ja, okay, der Panzer ist jetzt draufgegangen. Ja. Also wahrscheinlich taktisch jetzt nicht so die ganze. Naja, vielleicht. Es ist auch, wenn er die da hinten halten kann, immer wieder repariert. Wenn er gut ist, baut er jetzt noch einen Sandsack daneben. Vielleicht die hat doch schon grüne Deckung. Nee, die an sich hat immer grüne Deckung, an die wird nochmal durch den Sandsack daneben extra geschützt. Nachweislich. Nachweislich. Ja, und der Bauch macht da alles richtig. Der macht da alles richtig. Vielleicht ist der auch gut. Ja, sehr schön. Und jetzt noch ein Bunker. Ja, das wird wahrscheinlich ein Militärbunker, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. So, da schießt die 8.8er, wohin weiß kein Mensch. Hier unten irgendwo in dieser Ecke. Da war irgendwas, ne? Und jetzt kommt vielleicht ja ein Fahrzeug und damit auch die ATA. Das heißt, der will die wirklich auf dem Feld halten und ausfahren. Da bin ich echt gespannt, was da passiert. Das ist natürlich so ein kleiner Magnet für die Artillerie. Das ist richtig. Vielleicht auch der Sinn. Damit ist die Infanterie wahrscheinlich erstmal etwas ungeschützter. Etwas geschützter. Und da kommt er noch schnell raus. Kommt er da noch raus? Ja. So, kriegt er den Druck noch hier? Was macht denn der da? Das ist alles ein Gemurks. Ja, das stimmt. Aber das macht das Spiel spannend, ne? Es ist ja halt keiner perfekt. Das ist auch sehr schön, finde ich, da zuzuschauen.
auch natürlich Defensivdoktrin, meine absolute Lieblingsdoktrin, muss man sagen. Ja, ich finde ja den Köti besser, ne? Und da schön in den Weg gelegt und ja, nichts. Da ist auch der Rifleman mit seinen Wett 3 im Vorteil. Also das ist ja wirklich ein extrem wertvoller Schütze. Ne? Ja, so langsam, denke ich, werden auch die Siegmarken wieder interessanter. Mhm. Der Deutsche muss jetzt langsam punkten. Und da gucken wir uns mal die Range jetzt an. So. Ja, der ATL kann jetzt schon erst Schuss sagt doch, die. Und er holt aus zum Schuss mit dem Ding, das kann der Punkt ja, aus dem Punkt sein. Wo schießt er hin? Das ist die Frage. Auf die 8-8er, das ist nämlich der Punkt. Die ATL hat eine höhere Reichweite als die Kleine. Weiß geht er drauf. Nein, die ATL stirbt eher, aber da. Der hat sich jetzt mal. Da prallt er ab. Die ist ja schon weg. Ja, die ist noch die Crude. Ja, ja, klar. Das ist schon. Und du siehst, wie wenig Schaden tatsächlich gemacht wird. Das Feuer richtet halt an mechanischen Teilen nicht so viel Schaden an hier im Spiel. Lediglich an menschlichen und soldatischen Schäden. Ja. Wenn man das so sagen kann. Wir haben das Gebäude ausgeschaltet. Der Feind nimmt unser Territorium ein. Also ein geringer Arbeitskraftschaden ist entstanden. So, ja, dann sehen wir den mal beim Reparieren zu. Was macht denn aber der Gegner, ist die Frage. Und da sehen wir, da schießt das MG erstmal vollends, ja. Oh, ja, das war natürlich sehr war nicht schlecht, was er da gemacht hat. Die Salve hat gut getroffen. Aber jetzt aber da sieht man, da hat irgendwie sich jemand zusammengezogen dort an der Front mit entsprechenden Panzerabwehrmaßnahmen. Und kann dann die Calliope unter Umständen zerstören. Ja, jetzt fehlt auch irgendwie die Infanterieunterstützung des Amerikaners. Ganz schön krass. Wieso stellt er die Calliope einfach auf die linke Seite des Schlachtfeldes und schießt von da? Ja, sehr sicher. Da sind auch, glaube ich, mehr. Und da ist wirklich die Calliope tot? Ja. Das bringt natürlich jetzt leider nicht mehr so viel. Vielleicht holt er sich einfach den Schirmen, aber das ist, glaube ich, schon... Er hat aber schön überfahren. Also das würde ich sagen, das war Glück. Also das kann er... Ich da war schon Micro dabei, ja. Klar, aber so überfahren ist natürlich immer zum gewissen Punkt glücksabhängig. Jetzt an der Stelle hat er es wieder gedreht durch diesen Verlust. Das wäre übrigens auch mein Vorschlag zum Veteranen-Level-Angriff für Kettenkräder, dass die Wahrscheinlichkeit des Überfahrens einfach höher wird. Ne? Kettenkräder überfahren nie Trupps. Ja, deswegen sage ich ja, dann müsste man die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ja, auf 0,2 oder so. Und jetzt, was passiert hier? Wir haben natürlich ein riesen Aufgebot an Panzern, aber die 88, hat er die Rechnung auch mit ihr gemacht? Wie gesagt, eine Calliope fehlt gerade hier. Bei dem Angriff. Die ATA hat aber nicht die Reichweite. Hier zieht er wieder seine Trupps nach vorne. Ja, ich denke mal, er spart jetzt auf den Panther, oder? Weil da so lange nichts kam, weder Wettlevel noch irgendwas anderes. Der Panther wäre, denke ich, auch eine gute Wahl. Kann man in Angesicht der Tatsache, dass es so viele Panzer sind, schon bringen. Allerdings hat er ja auch die 8-8er und... Er schlägt da schon ordentlich zu. Und vor allen Dingen. Und hier, da, der Sherman, der passt nicht ganz auf. Nee, die Siegmarkenpunkte, die ticken für den Deutschen nämlich auch runter. Da hat er sich ja die ganze Zeit nicht drum gekümmert. Ja, warum auch immer, wir wissen es nicht. Vitamin A. Vermutlich, also nach Erzählung ja. Aber er holt sich die linke Seite und das macht er eigentlich ganz gut. So langsam, es wird wieder ein konzentrierteres Game hier an der Stelle. Und jetzt hat er auch die 280mm Raketensalve. Ich weiß nicht, ob er die noch ausspielen kann. Ja, die ist natürlich sehr teuer, ne? Muss man sagen. Das kostet schon was. Ja, wenn er da hinten die Punkte holt, das ist ja, glaube ich, auch ein bitterer, ja genau. Dann kriegt er vielleicht irgendwann mal wieder genug hin. Mit Dreidruck, der steht da in der Gegend rum und jetzt fängt er an zu cappen, ja. Da stehen so viele feindliche Truppen ringsherum und man macht ja und dann cappen. Ja, mal, oh, da kommen schöne, ich weiß nicht, den kriegt er nicht mehr. Oh, kein Laden mehr. Ja. Guck mal, wie viel Schaden der jetzt macht dadurch. Bam. Das ist schon okay. Das ist ja, ist wirklich selten der Fall, dass Motorsport kommt. Natürlich war schon gesagt, so der mit Schlag. Und jetzt wäre der Punkt, da könnte man einfach kurz noch mit seinen Panzern hinterherziehen, probieren hier den Panzer 4 zu knacken, aber die bleiben da unten stehen. Ja, warum aber? Da ist die 8-8.
Ja, man kann wenigstens hier hinterm Haus mal einen lang schicken, dort mal zwei Schüsse. Ja, also bei so einem Hellcat, der ist ja so schnell demontiert von der 8.8. Ja, aber also, du musst ja nochmal kurz hier Hit-and-Run-Taktik spielen, dann passt das. Das reicht eigentlich aus. So, Motor kaputt, ich weiß nicht, wieso das Teil überhaupt noch fährt. Aber der rollt einfach zurück aufgrund des Gefälles. Hier sehen wir die technische Überlegenheit der Havoc-Engine. Das erwarte ich mir von COA3, muss ich ehrlich sagen. Das Panzer nach Gefälle hoch zurückrollen, ja, nach Motor. Gegen alle Regeln der Physik, die sind von COA3 implementiert. Ja. So, hier wird erstmal fleißig gekappt und das ist auch gut so. Was steht denn da unten, was da noch sichtbar ist? Das ist noch der gute alte Hellcat. Ja, und da ist er, der Panther. Also jetzt würde ich sagen, jetzt kommt die Stärke der Deutschen im späten Spielverlauf oft zitiert und oft hat es auch was gebracht, dass sie so stark geworden sind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch was geht. Oder ob der Andi sagt, ich kann mit meinem vorrückenden Panzer noch irgendwas einnehmen. Die 8.8er, die wird sicherlich die Panzer von der feindlichen Basis abhalten. Die 8.8 ist auch immer gut gewartet worden, nach Artilleriesalben wieder besetzt. Okay, das ist jetzt gerade schlecht. Nicht, aber der holt sich wahrscheinlich noch den vierten Grenadiermann und holt ja, das ist auch durchaus sinnvoll. So auf jeden Fall, man will ja nicht den ganzen Trupp dran verlieren. Dann absolut. Ja, jetzt müsste ja bald wieder alles repariert sein. Mhm. Und der kriegt auch ordentlich Munition, muss man mal so sagen. Ja. Und vielleicht kann er sich irgendwann die Raketensalve leisten. Ja. Ja. Der Panther ist nicht gerade. Der Panther ist jetzt nicht hin. Genau gegen den W3. Aber dann macht das trotzdem. Siehst du wahrscheinlich die doppelte Reichweite der Stickies bei W2? Nee, vergiss doch nicht, das geht noch. Oh, Kuhn, du bist schon wieder mit der Kamera. Ich greife sie rüber. Und da kommt wieder die Salve. Aber nicht die EMG, oder? Weiß ich nicht, tatsächlich. Ja, also leider macht sie leider in Anführungszeichen für den Amerikaner. Ja. Und der W3 hier, der segnet sich da wirklich nur. Ja, aber ich muss sagen, da ist halt auch relativ viel. Ein W3 alleine hat auch noch nie einen Krieg gewonnen. Das muss man auch sagen. Hat immerhin 47 Mann gekillt. Ja, das ist schon äußerst stark. Ja. Durchaus. So. Ja, gut. Also der W3-Trupp, das ist schon, ich würde sagen, die beste Einheit des Spiels jetzt für den Amerikaner auf jeden Fall gewesen. Und der T-34, wobei der sich gerade nicht mehr ganz so bezahlbar macht. Muss man was sagen. Aber ich würde jetzt gar nicht so von dem T-34 reden, weil das in Anbetracht unserer vielen COA2-Spiele Zuschauer vielleicht etwas verwirrend wird. Reden wir von Calliope. Calliope, was ist das denn eigentlich COA2? Ja, genau, der Standardpanzer, da fällt sich den ein. War schon zu lange her. Und jetzt ist er hier ganz blutig. Ich würde nicht so nah ranfahren. Ich würde wirklich nicht so nah ranfahren. Die LTE taut zu, der Panther, und da ist er down. Ist also hier ganz schön viel. Der Piff, der Panther. Jetzt pusht er hier hinterher und da geht auch das Teil. Ja, ich muss sagen, Wahnsinn, also, da was für ein Kino, da hat er zu viel gewollt. Und da hinten, nimmt er den noch mit zum Frühstück? Ja komm, den kriegt er hier. Jetzt tut nochmal die Gackelei die Deckung gehen. Aber es ist natürlich alles. Ja. Dann nimmt er nochmal die letzten Munitionsvorräte zusammen und lässt den ja killen. Allied War Machine, da kommt jetzt der Ersatz an der Stelle. Und jetzt als Deutscher einfach nochmal ein Stück zurückgehen, abwarten, Tee trinken und dann nochmal den angreifen. Ich werde jetzt rein hier. Aber fährt er wieder zurück, merkt, das schafft er nicht. Ja. Ja, und der M26 Pershing Hauptkampfpanzer. Moment, wir müssen noch eine Drehung machen und dann bitte nochmal. Ja, da ist er, der M26 Pershing, der Stolz des Amerikaners auf dem Schlachtfeld. Ich muss auch sagen, der letzte Stolz wahrscheinlich hier neben dem W3-Trupp. Also ich bin ja begeistert, dass der noch kommt. Der lohnt sich jetzt auch gegen den Panther und gegen den Piff. Aber die sind ja schon wieder zurückgezogen. Und jetzt muss er also nur noch der 8.8er aus dem Weg gehen. Bin gespannt. Da geht noch ein Schützentrupp, wenn das so läuft. Wie ich vermute. Ja, so. An der Stelle auf jeden Fall. Müssen wir schauen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Der Pershing, wo ist er denn? Jetzt der müsste Pershing hat sich wieder zurückgezogen. Hat er sich zurückgezogen? Genau. Und jetzt wäre der Moment. Er kommt den zweiten Panther. Ist das natürlich schwierig für so einen Pershing. Gegen so viel Panzerabwehr.
zu bestehen. Ja, das ist eine Herausforderung. Da ist er. Da wird er gleich mit repariert schon, weil wahrscheinlich auch noch genug Munition da war, um die entsprechenden Fähigkeiten einzusetzen. Aber jetzt ist die Frage, kann er das schaffen mit diesen zwei Panzern? Der Pershing ist ohne Zweifel ein äußerst leistungsfähiger Panzer. Aber Leckknadenfrist, das klingt nicht gut. Ist das Spiel an der Stelle vorbei? Ja. Wir wissen es nicht. Vermutlich nein. Aber irgendwie vergisst er da ein bisschen was. Vielleicht ist er rausgeflogen. Nee, rausgeflogen ist er auf keinen Fall. Warum nicht? Bewegt nichts mehr. Das wäre jetzt unepisch. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Vielleicht ist er an der Stelle auch rausgegangen, das sollte es eher sein, weil bei so einem Leck theoretisch kann er sich noch bewegen. Hat aufgegeben an der Stelle und da ist es vorbei. Also ich würde auch sagen, persönlich jetzt so, ist natürlich doof, dass das so minimal offen ist. Am Ende hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist aber schade. Aber im Prinzip ist es auch nicht mehr offen, ich denke schon, an der Stelle. Ja, man könnte schon sagen. Der Pershing hätte es auf keinen Fall überlebt. Man sieht es ja auch hier, ne? Der ist leider eingekreist. Und wir sehen, es ist kein Pershing in dem Spiel gestorben. Wir können also sagen, es war alles offen. Kann man so sagen. Ja. Wenn man nett ist, schauen wir uns das Zeug an, was beim Deutschen rumlungert, mal im Vergleich zu dem, was unser Amerikaner noch hat. Das sehen wir leider nicht. Na, schade. Ja. Aber trotzdem, ich denke, ein Spiel auf Augenhöhe bis zum Schluss, bis dann wirklich die ganzen Shermans zerfleischt wurden. Aber wir haben ja auch schon gesehen, wie dann hier der Kollege Manny L. da mal alle seine Truppen reingeopfert hat. Wenn er das jetzt wieder machen würde, ungünstig, dann könnte das auch nach hinten losgehen. Ich vermute es ehrlich gesagt nicht. Also jetzt rein einheitentechnisch ist der Deutsche schon ein Stück überlegen. Ja, denke ich, kann man so sagen. Man kann ja mal nachfragen vielleicht, ob er dann noch zu erreichen war nach dem Spiel. Wenn es aus der Community war? Naja, ich habe gehört, dass, wie gesagt, wir sagen vor den Spielen ja immer, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht. Natürlich wissen wir, wie es ausgeht, manchmal. Also nicht immer, aber ich wusste es diesmal. Und es sei in der Tat so gewesen, dass sich beide noch unterhalten haben. Und nach den Erzählungen von beiden ist es wirklich so, dass Planet Soap dann aufgegeben hat, weil er, ich sag mal, sich als chancenlos gesehen hat. Okay, nein, dann. Also er hat wirklich aufgegeben. Ja, ich hätte natürlich gedacht, dass er jetzt wenigstens sich noch die Panzer zerstören lässt. Für die Show wäre das natürlich cool gewesen. Ich denke, das hat er richtig gemacht, weil so ein Pershing, das ist, den übergibt man lieber, anstatt man ihn zerstört. Richtig, sehe ich genauso. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man auch sagen, es ist nicht unbedingt. Der Pershing ist auch ein schlechtes Spiel gewesen. Ja. Also es ist jetzt kein Profi-Game wieder mal, aber dafür steht ja auch dieser Kanal hier für. Richtig, für authentische, ehrliche Spiele. Genau. Ja, ich meine, nicht jeder Mensch ist ein Profi-Gamer und die meisten Zuschauer wahrscheinlich auch nicht. Wir wollen natürlich auch einen gewissen Wiedererkennungswert bieten. Ne? Man könnte auch einfach sagen, wir wollen nicht, dass Leute besser sind als wir, aber das wäre ja gelogen. Ne? Ja, in dem Sinne. Ja. Denke ich, war es das bei CWA Overlord wieder. Was kommt von uns noch dieses Jahr? Das wissen wir selber nicht. Ich kann es ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen. Es ist gerade alles. Wir haben zufälligerweise wirklich gerade Zeit gefunden und dann dachten wir, ja gut, was machen wir jetzt mal? Machen wir mal einen CWA-Cast. Was gibt es denn Schöneres? Ja, weil wir gerade jetzt mal wieder. Eine freie Stunde haben. Genau. Es ist wirklich so, es ist nur eine freie Stunde. Das ist echt der Witz. Also. Man hat ja zwischendurch gemerkt, der Buhne war ständig abgelenkt von der Kameraführung hier durch diverse Multimedia-Geräte. Also, ich denke, ich habe meinen Job trotzdem gut gemacht. Ja, hat er. Ich war natürlich mit vollem Herz dabei, wie immer. Und so viel dazu. Ich denke, das war jetzt unser Vorweihnachtsvideo. Vielleicht machen wir noch was zu Weihnachten. Vielleicht machen wir auch noch mehr zu Weihnachten. Wir gucken einfach mal. Ja, mal sehen. Das ist ja dann auch erstmal wieder frei. Da kann man ja immer wieder was machen. Wir hatten ja auch einige Sachen in Planung gehabt. Dazu sagen wir jetzt noch nichts. Nicht, dass sich irgendwelche Leute vergebens freuen. Aber zu spät. Aber nein, zu spät. Nein, dass das Problem war halt, dass wir nie die Zeit gefunden haben, um das umzusetzen. Ist leider nicht mehr ganz so wie früher, wo man halt noch. Also ich habe noch. Wie viele Turniere haben wir organisiert? Weiß ich nicht. Das schaffen wir nicht mehr so. 4 oder so? Nee, noch mehr, glaube ich. Ist ja jetzt auch egal. Ist auch wurscht. Gerade sieht es immer ein bisschen schlecht aus. Aber wir bleiben noch am Ball. In dem Sinne, COH wird es auch weiterhin noch von uns geben. Wir sind nicht tot. Nee. Ja, in dem Sinne.
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf dem Schlachtfeld. Wünscht euch Big Boon und Oster Tauber.